Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Might and Magic, Secret of the Inner Sanctum. Ja, ich bin gespannt, gleich mal reingeschaut in die Wikipedia, was die dazu sagt. Might and Magic ist ein frühes Computer-Rollenspiel des US-amerikanischen Computerspielentwicklers New World Computing aus dem Jahre 1986, das ursprünglich für den Apple II veröffentlicht wurde. Es wurde in Folge auf zahlreiche weitere Plattformen portiert und bildet den Auftakt der Might and Magic Serie. Wir sind hier also bei einem epischen Auftakt von einer ganzen Serie. Es ist viel zu erwarten. Naja, schauen wir mal. Ich kann mit so alten Rollenspielen meistens nicht ganz so viel anfangen, aber ich versuch's, ich gebe mir Mühe, es zu mögen. So, Might and Magic, go! Ah, nett. Voll die Animation. Willkommen in der Stadt. Super, danke. Wie ist der Name? Mein Name ist natürlich Rob. Es gibt kein R? Wieso gibt... Ja, oh ja, gibt es ein R? Okay. Nein. Rob. War schon ganz verwirrt, denke ich. Warum gehen die Buchstaben nicht weiter? Rob 64. Gut. Ja, hätten wir es auch erledigt. Das schönste Teil ist erledigt, nämlich die Eingabe des Namens. Das lieben Let's Play-Schauer, wie ich weiß. Die warten nur drauf, dass der Name eingegeben wird. So. Go ahead, Fighters. Okay. Können wir untersuchen hier? Nichts gefunden. Juhu. Was kann ich noch machen? Schauen. Ah, kann mich selbst anschauen. Okay. Speed. Slow. Medium. Ja, Medium finde ich eigentlich ganz gut. Wie geht's weiter? Start. Mal Runde ausrasten. Rasten uns mal aus. Kann ich mit wem handeln? Mit wem? Also nein, ich habe nur einen Maxel, ich kann nicht handeln. Okay, ich kann natürlich was verwenden. Was kann ich verwenden? Ich habe nichts zum Verwenden. Ich kann nicht, kann mich nicht ausrüsten. Okay, Cancel. Ah, jetzt kann ich vor und zurückgehen. Okay, ich kenne mich aus. Da ist eine Lampe. Kann ich die mitnehmen? Da ist eine Tür, von da komme ich, glaube ich. Gut, dann gehen wir da weiter. Ja, voll die 3D-Ego-Perspektive. Eine solide Wand. Sehr gut. Das Menü oben finde ich ein bisschen komisch. Warum wackelt das die ganze Zeit? Macht es irgendwie nicht besser, das Wackeln? Ja, ja. Ich soll weitergehen. Da ist Ende. Gelände. Okay. Ein Monster ist erschienen. Toll, ich habe glaube ich noch nicht mal eine Waffe. Auto. Machen wir mal ein Autofight. Ist ganz nett gepixelt, der Gegner. Schön groß. Fight. Und ich habe ihn besiegt. Sehr gut. Zufallskämpfe gibt es also. Okay. Kämpfe entstehen durch Zufall. Ja, warum nicht? War damals nicht unüblich. Was ist da los? Eine Schlange. Oder so irgendwas. Feut! Einfach immer fester drauf. Gut. Wieder ein bisschen was bekommen. Einen XP. Ah, das ist eine Tür. Da ist eine Tür. Okay. Kann ich da untersuchen mal? Nichts gefunden. Okay. Öffnen. Keine Schwester hier. Aber es ist eine Tür. Öffne die Tür, verdammt. Okay.
Was kann ich denn noch machen? Q? So kann ich mir meine eigene Maxel anschauen. Kann ich nicht einfach... Nein, ich möchte einfach diese Tür hier verwenden. Oder muss ich einfach geradeaus gehen? Aha! Okay, ich muss einfach nur gerade durch die Tür gehen. Und da ist irgendein Spezialgegner. Ich glaube, der ist ein bisschen stärker als die anderen. So das Gefühl, da macht mich vielleicht Platz. Ich kann einfach immer auf Autofight gehen, weil ich kann ihn nur angreifen, sonst noch nicht. Der Sound ist ganz gut. Steuerung passt. Ja, also für damalige Zeiten sicher ganz nett. Kann man es heute auch noch spielen? Ah ja, kann man. Kann man. Aber will man das auch? Ja, das könnt ihr mir in die Kommentare reinhauen. Wenn ihr sowas auch heute noch gerne spielt, dann haut mal in die Kommentare, was ihr von Might and Magic, den ersten Teil, so haltet. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich bin auf jeden Fall ganz, ganz gut, mal gerade gut gestorben. Ja, ich möchte jetzt nicht ewig eingreifen. Mir ist die Doppel-Null Spezialagent mit der Lizenz zu töten. Passt zwar nicht ganz in Genre, ist mir egal. Kann ich da durchgehen? Nein. Ja, da ist noch eine Tür. Was ist da los? Ich hoffe, du kannst mir helfen. Ein paar Items wäre nicht schlecht. Wieso bin ich jetzt wieder... Ich wollte mit dem irgendwie handeln. Warum war der gleich wieder weg? Ja. Yes. Du kannst mir helfen. Ich habe aber kein Geld. Kann ich eine Waffe kaufen? So irgendwas. Das schaut billiger aus. Oh ja. Okay, ich habe kein Geld, oder? Nein, ich habe null Geld. Oder habe ich? Nein, ich habe null Geld. Vielleicht gehe ich Geld von den Gegnern? Schauen wir mal. Ich besuche mal einen Gegner. Ich weiß ja jetzt, wo ich was kaufen kann. Hier kann ich was kaufen. Mal schauen. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. No, lass mich nicht helfen. Ich möchte jetzt eigentlich... Wie komme ich da jetzt wieder raus? Hä? Ach so. Dass man einfach durch die Tür durchgehen kann, ohne dass man es öffnen muss, ist für den Spielflow wahrscheinlich ganz zuträglich, aber... Ich finde trotzdem irgendwie komisch. Ja, bitte her mit dem Essen. Essen. Ja. Ich kann nichts kaufen, weil ich bin pleite. Okay. Ich habe einfach kein Geld. Du bist in dieser Welt einfach kein Held ohne Geld. So. Ist mir zu realistisch hier. Ohne Geld bekommt man nichts. Was soll das? Ich bin ein Held. Gibt einen Helden gefälligst was. So. Da ist. Fledermäuse greifen an! Es sind Vampir-Fledermäuse! Okay, wir greifen an die Vampir-Fledermäuse. Die immer schön platt machen, die Fledermäuse. Ich bin gestorben. Von der Fledermaus. Die Fledermaus hat mich platt gemacht. Also, was muss ich da am Anfang machen, damit ich nicht gleich abnippel? Kein Plan. Ich versuch's nochmal, aber es ist jetzt nicht sehr einstiegsfreundlich. Ich habe jetzt noch nicht allzu viel Games in der Art gespielt, muss ich zugeben. War damals nicht so mein Genre. Und ist es bis heute nicht. Aber ich versuch's. Ich erkenne an, dass die Grafik ganz gut ist. Ich erkenne an, dass der Sound okay ist. Und das Gameplay, ich tippe mal drauf, dass ich es nicht so richtig checke, weil es ist ein sehr bekanntes Game und es wurde dann noch viel bekannter, sodass man noch mehrere Teile gemacht hat. Aha. Ich bin noch zu schwach. Okay.
Ja, dass ich einfach relativ schwach bin, ist mir auch schon aufgefallen. Und ich bin hier offensichtlich in einem Dorf. Das hat sich für mich eher so angefühlt von der Grafik her, als wäre ich in irgendeinem Dungeon. Aber ich bin hier offensichtlich in einem Dorf und das sind die Burgmauern. Oder so. Keine Ahnung. Korrigiert mich gerne. Stairs going down. Ja, ich möchte die Stiegen benutzen. Jetzt bin ich aber in einem Dungeon, oder? Da schaut gefährlich aus. Die Musik ändert sich, alles ändert sich. Gehen wir da gleich durch die Tür. Und da ist nur noch ein solider. Kann ich noch irgendwas suchen? Nichts gefunden. Okay. Aber doch, vielleicht gibt's da was. Da geht's weiter. Kunst. Gegner. Der schaut stark aus. Der hat eine Waffe auch noch in der Hand. Der macht mich sicher instant platt. Okay, ich versuch's trotzdem. Ich nehme meine. Ich kämpfe mit meiner Superattacke gegen den Kobold mit Axt. Gut, noch einmal. Schaut nicht gut aus für mich. Fahr immer weiter drauf. Was mache ich denn hier platt? Ich habe ihn platt gemacht. Heieieiei. 50 XP kassiert. Fett den Kobold wegrasiert. So, weiter geht's. Ja, kann ich da irgendwas untersuchen? Nichts gefunden. Okay. Da geht's weiter. Da geht's weiter. Durch die Türe. Und was haben wir da? Ein Skelett. Ei. Schon wieder ein neuer Gegner. Die sind halt aber nicht animierte Gegner. Die sind einfach nur. Sie wächst nur die Farbe, wenn sie zuschlagen. Ansonsten machen die nicht viel. Ja. Hätte man aber damals auch schon schöner hinbekommen können. Hätte Fahrradkette. Wir kämpfen da mal. Weggebrezelt. Okay. Was ist das? Ist das was? Untersuchung? Nichts gefunden. So, da. Okay, war jetzt nicht so erfolgreich hier. Da ist noch eine Tür. Was ist da drinnen? Da ist auch noch ein Gegner. So ein Schlangenschleim. Okay, fight! Müssen die nicht irgendwann mal stärker werden auch? Was? Weggebrezelt das Zeug hier. Monster down. Was haben wir denn da? 7 HP habe ich noch. Darkness. Okay. Ich habe gehofft, dass ich da noch irgendwas kriege. Irgendwie kriege ich so rein überhaupt nichts hier. Okay, hier finde ich nichts. Gehen wir weiter. Auf jeden Fall kann ich mich hier langsam schon ein bisschen orientieren. Da ist nichts drinnen gewesen. Gut. Wieder so einer. Oje, ich glaube, den überlebe ich jetzt vielleicht nicht mehr. Fight! Wenn ich den jetzt schaffe, vielleicht steige ich dann auf. Ja! Steige ich auf endlich? 50 Punkte? 50 XP, leider, ich muss doch irgendwann mal aufsteigen auch. Warum steige ich nicht auf? War ich da schon drinnen? Scheint so. Okay, jetzt habe ich die Orientierung verloren, Leute. Jetzt ist es soweit, ich habe die Orientierung verloren. Ein Monster ist schon wieder erschienen. Ein Monster. Ein dummes Skelett. Drück gleich auf den Nuss. Ich hätte gern ein bisschen XP. Komm an. 50 XP bekommen. Und? Das gibt's doch nicht. Also ich nur noch 3 Energie. Und irgendwie werde ich nicht stärker. Muss ich da auf irgendwas. Hier irgendwas machen? Verwenden? Einfach mal campen vielleicht? Rest hier? Bringt das irgendwas?
Habe ich jetzt wieder mehr Energie oder so? Ah! Ich kann einfach ein bisschen chillen und dann habe ich wieder Energie. Okay, das hätte ich vielleicht früher wissen müssen. Dann wäre ich noch nicht so oft gestorben. Okay. Ich kann also einfach chillen und dann kriege ich wieder Energie. Ja, das ist ja cool, aber... Ja, man muss ein bisschen lernen bei dem Spiel. Man muss erst lernen, wie man das spielt. Ich sehe schon, das kann Spaß machen. Nein, ich möchte die Stiegen nicht drauf gehen, von da komme ich ja. Ich möchte hier unten bleiben, im Dungeon. No! Warte, ja. Da war ich. Die ist versperrt, da brauche ich einen Schlüssel. Den habe ich natürlich nicht. Was ist hier drin? Monster ist hinter der Tür. Das sind nur die besten Türen. Wow! Ich glaube, die werden mich platt machen. Ne, die machen mich fix platt. Die machen mich fix platt. Da kann ich eigentlich nur flüchten und hoffen, dass ich... Hä? Es sind 6 Schlangen, verdammt! Run! Ich kann nirgends hinrennen. Das ist mein Ende. Das ist mein Ende. Ich bin in die Schlangengrube gefallen. Die machen mich jetzt ordentlich platt hier. Ich kann nicht wegrennen. Ja, Auto. Haut drauf, Junge. Alter, sie sind super schwach. Aber ich glaube, ich werde trotzdem nicht überleben. Es sind schon verdammt viele von diesen dummen Schlangen. Ich fühle mich fast schon wie bei Snakes on the Plane. Falls jemand nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Pflichtfilm. Wenn ihr auf schlechten Trash steht, genau das Richtige für euch. Ja, der Videoabend auch gerettet für euch. Snakes on the Plane. Ich glaube, gibt es auf Netflix, bin mir nicht ganz sicher. Game over! Die Schlangen haben mich weggebrezelt. Ja, also ich verstehe schon. Ich habe 10 Minuten... Okay, ich habe 17 Minuten gespielt. Ja, das ist ein gutes Zeichen, wenn die Zeit so schnell vergeht. Kann schon Spaß machen. Ich glaube, wenn man sich da reinfuchst, kann es auch 2019 noch Spaß machen. Die Frage ist, wer nimmt sich die Zeit dafür? Wer nimmt sich die Zeit dafür, da sich noch reinzufuchsen, damit es Spaß macht? Wahrscheinlich zahlt sich's aus. Ich glaube, dass ich das auszahlen würde. Aber die wenigsten von euch werden das machen. Außer sie haben schon gemacht oder sind mit dem Game aufgewachsen. Dann finden sie es wahrscheinlich sowieso aus und spielen es regelmäßig. Bin mir sicher, da gibt es große Fans der Serie. Wenn ihr das Spiel auf anderen Plattformen kennt, dann haut mir in die Kommentare, ist die NES-Version jetzt eher besser oder eher schlechter? Würde mich noch interessieren. Lasst uns ein bisschen quatschen in den Kommentaren drüber. Ich freue mich immer über Kommentare. Ansonsten sind wir schon wieder leider beim Ende angelangt. Da kommt immer die typische Bettelei, Daumen hoch und abonnieren. Abonnieren, wenn ihr mehr NES-Games sehen wollt. NES-Games ohne Ende. Nicht jeden Tag ein neues, aber sagen wir mal jede Woche mindestens ein, zwei neue. Ciao, ciao, bis bald.